Ihr Lieben, als Vegetarier finde ich das selbstverständlich immer grundsätzlich gut, wenn so wenig Tiere wie möglich getötet werden. Und von Quälen wollen wir hier erstmal gar nicht anfangen zu reden. Dennoch muss ich in Bezug auf das Video, das ich euch nachfolgend zeige, hier einfach mal Folgendes festhalten. Es ist wirklich kein Alleinstellungsmerkmal von Religionen oder religiösen Eiferern, den allergrößten Stumpf und Schwachsinn mit der allergrößten Gewissheit und Überzeugung zu vertreten. Davon kann man sich im Internet, auf Social Media, jeden Tag auf alle erdenkliche Weise überzeugen. Das sieht man bei Politikern, vor allem in totalitären Systemen. Und das gibt es in allen Schattierungen, Facetten und wirklich bis zum Übermaß. Okay. Aber ist es dann nicht wenigstens möglich, dass diese Figuren dann bei ihren flammenden Appellen und Reden auf den Begriff der Fakten verzichten? Das ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Liebe gezeigt. Aber wer Schweinefleisch liebt, wird sagen, Hals, Maul, Christus hat es weggeschafft. Du bist ein Neider, weil du kein Schweinshaxen nicht bekommst. Okay? Aber folgendes ist das Problem mit dem Schweinefleisch. Die Bibel sagt, es ist kein Wiederkäuer. Es ist nicht nur Gras und Kraut zwei, dreimal. Das Schwein ist alles. Der Grund, warum es Schwein auf dieser Erde gibt, ist, um Müll zu fressen. Was, Wort? Du kannst Müll hier werfen und ein Schwein bringen. Das Schwein wird den Müll fressen. Du kannst einen Menschen töten, wenn du willst, zerhacken und auf den Boden legen vom Schwein. Dieses Schwein wird es essen. Dieses Schwein wird es essen. Deswegen, wenn du Schweinefleisch isst, dann bekommst du bestimmte Krankheiten. Schau mal, Deutschland hatte keinen Bluthochdruck nach dem Zweiten Weltkrieg, bis Schweinefleisch wieder reingekommen ist nach Deutschland. Habt ihr das gewusst? Deutschland war fast krankheitsfrei nach dem Zweiten Weltkrieg, bis Schweinefleisch importiert worden ist, weil es günstig war. Das sind Fakten. Das ist Liebe.